Ja, gut geraten. Sie hatte mal wieder verlassen. Das vierte Mal jetzt. Ja, das müssen wir schon machen. Im Diner wie üblich. Jeff, du hyperventilierst. Nimm doch was von der Schokolade, das hilft. Wie fühlst du dich denn? Wie wohl beschissen wäre geprahlt. Das vergeht. In 15 Jahren, wenn sie fett oder magersüchtig ins Fitnessstudio geht, wirst du froh sein. Ich verstehe das nicht. Esther war doch zufrieden mit unserer Beziehung. Das hat sie immer gesagt. Menschen trennen sich, auch wenn sie mit ihrer Beziehung zufrieden sind. Und umgekehrt bleiben sie in Beziehungen, in denen sie unglücklich sind. Prost. Ja, du und Johnny Walker zum Beispiel. Siehst du, es geht ihm schon besser. Ich verstehe das nicht. Wenn ich in einer Beziehung glücklich bin, dann bleibe ich. Wenn ich unglücklich bin, dann gehe ich. Nein, so läuft das nicht. Zunächst mal. Jeder hat eine Vorstellung davon, wie zufrieden er oder sie in einer Beziehung sein sollte, was sie oder er an Glück in einer Beziehung verdient hat. Genau, und schon in dem Punkt unterscheiden sich Leute. Wir haben da eine Volontärin in der Redaktion, die wartet fast wörtlich darauf, dass der Prinz zu Pferde bei ihr vorbeikommt. Und ich prophezeie, sie wird mit jeder Beziehung unzufrieden sein, wenn sie von diesem Vergleichsmaßstab nicht wegkommt. Umgekehrt habe ich Klienten in der Praxis, deren bisherige Beziehungen waren so schlecht, dass sie schon zufrieden sind, wenn ihr Partner nicht trinkt, sie nicht dauernd betrügt oder das Kindergeld verspielt. Und ihr meint, mit diesen Erwartungen an Beziehungen generell beurteilen Menschen dann, wie gut ihre aktuelle Beziehung ist. Genau. Das nennen Sozialpsychologen das Vergleichslevel. Vergleich womit? Na, damit, wie viel dir deine Beziehung tatsächlich bringt, plus minus. Seien wir doch mal ehrlich und lassen den ganzen Kram von wegen romantischer, selbstloser Liebe weg. Das haben sich bürgerliche Schriftsteller im 19. Jahrhundert ausgedacht. Letztlich wollen wir in sozialen Beziehungen meistens das Beste für uns rausholen. Und das gilt auch für Liebesbeziehungen. Aber das ist ja unromantisch und deshalb gibt man sich das nicht so gerne zu. Außer vielleicht BWL-Studenten. Ich würde das anders formulieren. Jede soziale Beziehung hat für uns positive und negative Konsequenzen, Vor- und Nachteile. Auch Liebesbeziehungen. Und das, denke ich, ist unstrittig. Und diese Vor- und Nachteile haben wir mehr oder weniger klar im Blick. Wenn wir beim Kennenlernen zum Beispiel schwer verliebt sind, dann sehen wir oft erstmal nur die Vorteile im anderen. Und wir zeigen uns von unserer besten Seite und haben vor allem das Wohl des anderen im Sinn. Aber im Laufe der Zeit fangen wir dann an, auch die Nachteile zu sehen und dann mehr oder weniger bewusst Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. Das läuft natürlich nicht wie die Errechnung des Saldos auf dem Bankkonto, aber auch nicht völlig anders. Sie hat den gleichen Humor wie ich, aber leider wohnt sie 4 Stunden entfernt in Wanne-Eickel Süd. Und der hat einen knackigen Hintern. Hält den Nihilismus aber für einen Fluss in Ägypten. Also ein bisschen subtiler läuft das wohl schon ab. Aber langfristig haben wir Vor- und Nachteile von Beziehungen stärker im Blick als am Anfang. Das stimmt schon. Und dann kommt, auch wenn das erstmal ganz unromantisch erscheint, unterm Strich mehr oder weniger viel Gewinn oder Verlust für uns raus. So eine Art Beziehungssaldo. Sag ich doch, Kapitalismus überall.
Und was hattest du mit Esthers Zufriedenheit zu tun? Na, zunächst mal vergleichen wir unser Beziehungssaldo mit dem, was wir von Beziehungen grundsätzlich erwarten. Also mit unserem Vergleichslevel. Prinz auf dem Pferd oder Hauptsache, sie betrügt mich nicht. Und bei diesem Vergleich kann das Beziehungssaldo unseren Erwartungen entsprechen oder drüber liegen, dann sind wir mehr oder weniger zufrieden. Oder es kann drunter liegen, dann sind wir mehr oder weniger unzufrieden. Sag ich doch, im BWLer-Sprech entspricht oder übersteigt der erzielte Gewinn die Gewinnerwartung, dann sind wir zufrieden, sonst nicht. Und der Witz dabei ist, für die Zufriedenheit spielt es keine Rolle, wie hoch der Beziehungsgewinn an sich ist. Entscheidend ist, wie hoch ist er im Vergleich zu unseren Erwartungen. Etwas weniger ökonomisch. Eine Beziehung kann für dich mit deutlich mehr Vor- als Nachteilen verbunden sein. Aber du bist trotzdem unzufrieden, wenn dein Vergleichslevel höher ist. Umfragen in den USA zu diesem Thema zeigen, dass die Menschen sich heute über ihre Beziehungen deutlich mehr beklagen als vor 30 Jahren. Das heißt nicht automatisch, dass Beziehungen heute schlechter sind als damals, denn dieses mehr oder weniger an Klagen könnte ja auch mit einem allgemein höheren Vergleichslevel zusammenhängen. Soziologisch ist das noch nicht so richtig klar, aber Ulrich Beck, das ist dieser deutsche Soziologe mit der Risikogesellschaft, der schreibt zum Beispiel: Liebe heute ist die Religion nach dem Ende der Religion. Guter Spruch. Ja, tatsächlich. Und was er damit meint, kaum einer von uns glaubt heutzutage mehr an die Erlösung von allen seinen Problemen im Jenseits, im Paradies. Aber das Bedürfnis nach einer Hoffnung auf Erlösung oder zumindest auf eine deutliche Verbesserung des eigenen Lebens, die gibt es natürlich weiterhin. Und Liebe, so Beck, verschiebt dieses ehemals religiöse Versprechen auf Verbesserung aus dem Jenseits ins Diesseits. Und im Diesseits aber nicht in die Gegenwart, sondern in die nahe Zukunft. Und viele glauben deshalb, habe ich erst den oder die Richtige gefunden, dann wird alles gut. Und bei Parship oder Tinder ist diese säkulare Erlösung sogar immer nur noch einen weiteren Partnervorschlag oder einmal Wischen entfernt. Und du meinst, Esther hat sehr große Erwartungen und im Vergleich dazu ist ihr unser Glück nicht groß genug? Nein, so einfach ist es auch nicht. War ja klar. Es gibt da nämlich noch die Erwartungen daran, wie es uns geht, wenn wir unsere Beziehung beenden. Das nennt man nicht das Vergleichslevel von vorhin, sondern das Vergleichslevel für Alternativen. Das ist ein bisschen verwirrend, sollte man nicht durcheinander bringen. Sagen wir mal, Esther geht mit ihrem Geld zur Bank und erwartet 7% Zinsen. Und die Sparkasse bietet ihr aber nur 3% an. Dann ist sie zwar unzufrieden, aber nimmt den Vertragsentwurf erstmal mit nach Hause. Und ich bin die 3%. Natürlich nur im Gleichnis. Also, Esther nimmt den Vertrag zur Prüfung mit und kommt auf dem Nachhauseweg an der neuen Filiale der Neoliberalbank vorbei. Und jetzt wird's interessant. Und ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Der war gut. Also, Esther geht nach Hause und sieht im Schaufenster,
dass die Neoliberalbank 6% Zinsen anbietet, nicht nur 3% wie die Sparkasse, wenn man nicht so genau nachfragt, wo in Afrika das Geld denn wie investiert wird. Und da denkt Esther so im Stillen bei sich mit Bertolt Brecht: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Du meinst, sie hat mich für Mr. 6% sitzen lassen? Könnten auch 5% sein? Lass ihn doch mal. Also, was Alex meint ist, ob Menschen in einer Beziehung bleiben oder sie beenden, hängt auch vom Vergleich zwischen ihrer Beziehungszufriedenheit und dem ab, was sie schlimmstenfalls davon erwarten, wenn sie die Beziehung beenden und dann entweder alleine sind oder sich jemand anders suchen. Da geht es also nicht um die Erwartungen daran, was einem zusteht, Prinz auf Pferd, Pornosex, sondern um die Erwartungen an Alternativen zur aktuellen Beziehung. Darum Vergleichslevel für Alternativen. Und das heißt, Esther erwartet, einen mehr als 3% Mann zu finden und hat mich deshalb verlassen. Oder hat ihn schon gefunden. Oder sie meint, einen gefunden zu haben. Ihr Urteilsvermögen, was Männer anbelangt, ist ja offensichtlich nicht das Beste. Was soll das denn schon wieder heißen? Ich versuche nur zu helfen. Was Alexander sagen will: Es geht bei all diesen Vergleichen auch um das, was wir uns einbilden, nicht nur um das, was wirklich realistisch ist. Und das gilt eben auch für unsere Sicht von Beziehungsalternativen. Wenn ich zum Beispiel pessimistisch eingestellt bin oder ich habe ein echt negatives Selbstbild und halte mich für unattraktiv, dann denke ich vielleicht, mit XY ist das zwar nicht so, wie ich mir das eigentlich wünsche, aber was Besseres werde ich wahrscheinlich nicht finden, also bleibe ich doch lieber. Oder jemand hat narzisstische Züge und denkt, sie sei God's gift to man und sie könne jeden haben. Nicht, dass mir das Esther mal gesagt hätte. Er meint das nicht böse, nimm das nicht ernst. Fassen wir lieber zusammen. Wann verlässt uns jemand, wann nicht? Da gibt es idealtypisch 4 Möglichkeiten. Erstens, unser Partner verlässt uns nicht, denn sein Beziehungssaldo liegt über seinem Vergleichslevel und seinem Vergleichslevel für Alternativen. Er ist zufrieden und denkt zugleich nicht, dass er was Besseres finden könnte. Ist das umgekehrt auch so, dann ist die Beziehung für beide stabil und glücklich. Und fällt mein Beziehungssaldo unter mein Vergleichslevel, aber über mein Vergleichslevel für Alternativen, dann bin ich zwar unzufrieden, bleibe aber trotzdem in einer Beziehung? Genau, das ist die zweite Möglichkeit. Es soll ja zum Beispiel Leute geben, die investieren in ihre Beziehung mehr, als sie rausbekommen, werden zum Beispiel dauernd von ihrer Partnerin verlassen und sind dann am Boden zerstört, geben ihr aber trotzdem sofort wieder ihren Zweitschlüssel für die Penthouse-Wohnung, wenn besagte Partnerin nach 3 Wochen wieder vorbeischaut und tränenreich erzählt, wie dumm sie gewesen ist und wie schrecklich leid es ihr tue. Ich habe gar kein Penthouse. Wie gesagt, hör einfach nicht hin. Die dritte Möglichkeit, die finde ich eigentlich am interessantesten. Jemand ist zufrieden, vielleicht sogar glücklich in der Beziehung und trennt sich trotzdem und schreibt dann darüber in Portugal einen Roman. Aus Sicht dieser Theorie mit den Vergleichsleveln, wie heißt die eigentlich? Das ist ein kleiner Anwendungsbereich der sogenannten Interdependenztheorie. Okay, also aus Sicht dieser Interdependenztheorie liegt bei Leuten, die aus zufriedenen Partnerschaften aussteigen, das Beziehungssaldo zwar über ihrem Vergleichslevel, deshalb sind sie auch zufrieden, aber unter ihrem Vergleichslevel für Alternativen. Und
Deshalb gehen sie dann, weil sie meinen, was Besseres finden zu können und so ihre Zufriedenheit zu maximieren. Und dann gibt es natürlich noch den recht einfachen vierten Fall. Da verlässt man jemanden, weil die Beziehung hinter den Erwartungen, die man an Beziehungen hat, zurückbleibt und man sicher ist, was Besseres zu finden. Okay, alles sehr aufbauend. Wie wäre es denn jetzt mal zur Abwechslung mit was Positivem? Bis jetzt komme ich mir vor wie in einem Lyrikseminar über Paul Simon Songs 50 Ways to Leave Your Lover. There must be 50 ways to leave your lover. Was kann ich denn machen, damit meine Beziehung stabil und glücklich ist? Oh, da gibt es viel Forschung zu. Wissenschaftler nehmen sich Paare für Langzeitstudien und fragen die immer mal wieder, wie es denn so aussieht in der Beziehung und vor allem auch, was sich verändert hat. Und hoffen dann, Veränderungen zu finden, die es erlauben, vorauszusagen, wann die Beziehung demnächst wahrscheinlich in die Brüche gehen wird und wann nicht. Und wann geht sie in die Brüche und wann nicht? Da gibt es viele Faktoren. Zum Beispiel, wenn sich die Partner streiten, dann ist das an sich kein Vorbote für eine Trennung. Wenn aber bei einem Streit gar nicht mehr sowas wie Empathie zu spüren ist, dann ist Holland in Not. Keine Empathie? Das kenne ich. Wenn zum Beispiel einer fast anfängt zu weinen und der andere daraufhin nur genervt mit den Augen rollt oder zynisch lacht. Aber was macht Beziehung denn dann im Gegenteil stabil und glücklich? Naja, bei fast allen Beziehungen nehmen zunächst mal die von den Partnern wahrgenommenen Kosten im Laufe der Zeit zu. Wenig überraschend. Wie das Sprichwort sagt, Liebe macht blind. Und außerdem zeigt man sich am Anfang ja eh meist von seiner besten Seite, aber im Laufe der Zeit gibt man sich dann doch nicht mehr so viel Mühe und beim Partner ist das parallel dann oft auch so und dann fallen einem eben gleichzeitig immer mehr Probleme auf. Etwa, dass der scheinbar sympathische Chefredakteur in Wahrheit ein zynischer, syphilitischer Saufkopf ist. Es geht ihm immer besser. Lass das doch mal. Also, zurück zur Frage, was man denn tun kann. Bei fast allen Beziehungen nehmen die wahrgenommenen Nachteile für einen im Laufe der Zeit zu, das ist normal. Und diese Nachteile sind übrigens schon von Anfang an da. Man hat sie eben nur nicht so gesehen. Aber in stabilen, glücklichen Beziehungen passen sich die Partner diesen Nachteilen immer besser an. Sie lernen damit besser umzugehen. Okay. Vor allem aber, und das ist wohl das Wichtigste, sie versuchen langfristig und nicht nur am Anfang oder bis man verheiratet ist, ein unterstützender Partner zu sein. Und ein unterstützender Partner ist einer, der die Bedürfnisse und Wünsche des anderen erstens überhaupt mal wahrnimmt. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Und zweitens auch darauf eingeht. Eingehen heißt aber nicht, dass du jeden Scheiß mitmachst. Ich trenne mich von dir. Ach nee, doch nicht. Oder vielleicht doch. Ach, ich weiß nicht. Nein, darum geht es natürlich nicht. Beim Aufeinander eingehen geht es darum, einen fairen Ausgleich zu finden zwischen deinen Wünschen und Interessen und denen des anderen, wenn die auseinandergehen oder sich widersprechen. Und wenn du das hinbekommst, dann hebst du vielleicht dauerhaft die Zufriedenheit deines Partners über sein Vergleichslevel und sein Vergleichslevel für Alternativen und dann bleibt er bei dir. Hosanna! Alternativ kannst du dir natürlich auch jemanden suchen, dessen Vergleichslevel super niedrig ist. Vielleicht jemanden mit
extrem geringem Selbstwertgefühl, der denkt, er kriegt sonst eh keine bessere ab. But I'm a creep. I'm a Also, ich rate wenig überraschend eher dazu, sei achtsam und unterstützend bezüglich der Wünsche und Bedürfnisse des anderen. Das ist schon Arbeit genug. Wobei da übrigens ein Problem zu sein scheint, dass der Partner und man selbst gar nicht immer wahrnimmt, dass sich sein Gegenüber bemüht. Es gibt dazu Studien, gibt zu allem Studien, und die zeigen, dass Menschen in etwa einem Drittel der Fälle gar nicht wahrnehmen, wenn ihr Partner sie unterstützt oder zu unterstützen versucht. Story of my life. Vielleicht habe ich Esther ja einfach nicht deutlich genug gezeigt, wie sehr ich versuche, sie zu unterstützen. Wir wollen das mit den Möglichkeiten der Unterstützung aber auch nicht übertreiben. Das ist kein Allheilmittel. Manche Menschen passen einfach schlecht zusammen. Wenn einer am liebsten im Sommer auf Malle in den Sangria-Eimer schaut und der andere im Herbst auf Sylt Gedichte von Hermann Hesse liest. Und dann gibt es außerdem natürlich auch einfach Leute mit Charakterzügen, die sind nicht besonders angenehm. Aber das ist ein Rabbit Hole, in das wollen wir jetzt vielleicht nicht auch noch reinkriechen. Nee, wollen wir besser nicht. Übrigens, ist das da hinten eigentlich Esther?